Wunderschönen guten Morgen an diesem tollen Tag, denn heute hat Ash Geburtstag, wie man bei mir im Hintergrund sehen kann, ihr Lieben. Wir haben mit meinem Schnucki heute Morgen schon richtig fleißig dekoriert. Ich habe es nicht aufgenommen, ich habe gedacht, wir machen das mal ganz in Ruhe. Ich war heute um 5 Uhr wach, bis um 6 im Bett noch geblieben und dann dachte ich so, jetzt muss ich unbedingt aufstehen und das Ganze hier vorbereiten, denn gestern Abend hatte ich überhaupt irgendwie keine Kraft mehr, irgendwas zu machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das heute Morgen. Also, wir bekommen heute auch Besuch, so in 2 Stunden kommt meine Mama mit Klaus, es gibt Frühstück und es ist alles soweit gedeckt, aber Frühstück halt noch nicht gemacht. Das heißt, ich mache mich gleich nochmal daran. Wir haben aber schon mal alles so schön dekoriert. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es geworden ist. Schaut mal, der Tisch ist natürlich irgendwie voll, also mit seinen Geschenken. Natürlich ist auch was für Max dabei, wie immer. Die Zahl 13 aus den Kerzen. Die Schere gehört dann nicht dazu. Wir hatten es uns ein bisschen abgequält heute, ehrlich gesagt, mit den Zahlen. Und zwar hatte ich ja so ein Set bestellt bei Amazon. Einmal diese Torte, die drehen sich immer alle wieder um, ne? Einmal die Torte war drin. Nee, warte mal ganz kurz. Nein, also von Amazon gab es Luftballons, also die schwarzen, dann die nochmal alle. Und die 13 war dabei. So, und dann hatte ich bei Teddy nochmal was gefunden. Und zwar die Luftballons waren eigentlich in dieser Heliumflasche mit dabei. Also als Set mit diesem Happy Birthday. Fand ich ganz cool. Also alles für 35 Euro. Und die beiden Zahlen hatte ich jetzt geholt bei Depot. Weil ich dachte, als Ersatzzahl, weil sieht schon, ne? Also die gehen. Die 1 ist jetzt verdreht. Und bei der ist das so, dass uns hier die Luft rausgeht aus der 1, obwohl ich nachgepustet habe. Keine Ahnung, was das ist. Also, naja, ist nicht schlimm. Dann haben wir halt da die 13 und da. Diesmal habe ich, wie gesagt, ich hole lieber 2 Zahlen, weil mir das ein bisschen alles so zu gefährlich war. Wie gesagt, mit der Luft, ne? Und mit der Flasche haben wir quasi was aufgepustet bekommen, und zwar die Zahlen. Und diese Ballons hier mit Helium, ne? Und der Rest ist halt eben so aufgepustet worden. Und das Ganze sieht halt eben so aus. Das Wetter draußen ist richtig schlecht. Es regnet und es ist kalt. Es sind gerade mal 13 Grad. Aber wir sind ja drin. Wir sind ja nicht draußen. Mein Schnucki hat gestern schon mal ein bisschen was weggeräumt. Und zwar, er hatte diese hier weggezogen, weil die, da waren gut die Laken, die muss ich noch waschen. Es ist ein bisschen alles nass geworden. Ich denke mal, ich werde jetzt die nächsten Tage, vielleicht sogar auch heute, einmal die Gardinen abnehmen, die dann waschen und halt für den Winter jetzt verstauen. Die 2 Kissen habe ich noch liegen lassen, die kommen aber rein. Genauso wie hier auf der Truhe, da muss ich auch diese Kissen waschen. Und ich denke mal, ich werde die Polster wahrscheinlich dann doch eher in die Garage legen. Da habe ich jetzt ein bisschen Bedenken, dass sie mir hier nicht verschimmeln. Also Garage ging, hier glaube ich, wird es ein bisschen feucht, genauso wie der Teppich, diese Puffs, also ich muss gucken, dass wir das alles irgendwie in Sicherheit bringen, genauso wie die Spiegel, sonst verschimmelt mir das Ganze, das wäre einfach zu schade, sonst wird alles abgeräumt, nur das Nötige vielleicht stehen gelassen, diese Laterne hier, die ich hier habe, die sind ja von Action, das ist nur so eine Holzoptik oder Bambusoptik, ne? Das ist aus Metall, das ist ganz cool eigentlich, die kann man noch draußen stehen lassen, hatte ich letztes Jahr ja auch. So, meine Hübschen, Max war schon los und hat Brötchen geholt, 15 Stück. Packe ich gleich mal aus. Das hier ist einmal nachher für, wir haben keinen Kuchen geholt, wir haben was anderes geholt, was Cooles, mit Ash zusammen sogar. Und genau, ich bin jetzt gerade dabei, wie gesagt, Frühstück zu machen. Tisch ist soweit gedeckt. Guck mal, das war noch mit dabei, Official Teenager. habe ich jetzt mal hier auf den Tisch gelegt und wie gesagt, ich muss noch einmal den Tisch gleich decken und Frühstück soweit vorbereiten. Er schläft nämlich noch. Mal die Etagere rausgestellt. Ich habe gedacht, da werde ich mal wieder Früchte drauf machen. Das sieht immer so toll aus und muss aber allerdings noch die ganzen Früchte abwaschen. Das ist nämlich, also es gibt Heidelbeeren. Nein, gut, dass die Packung gut zugeschweißt ist. Ansonsten wäre der Deckel ab. Dann habe ich hier einmal Ananas. Und Himbeeren habe ich noch und Wassermelone würde ich ganz gerne noch mal gleich schneiden. Wie gesagt, ich wusel jetzt so ein bisschen von mich her. Und dann müssen die Pflaumen, Weintrauben kann man auch rausstellen. Ja, auf jeden Fall gibt es so eine schöne Fruchtetagere. Ich weiß gar nicht, Weintrauben habe ich auch hier. Oh, das Wetter ist krass. Das ist richtig Herbst, ihr Lieben. Richtig Herbst. Also, ich würde sagen, ich mache mich jetzt einmal ran und mache nochmal quasi schon mal diese, oder mache schon mal die Etagere startklar mit den ganzen Früchten.
So sieht die Etagere aus. Guck mal, ich habe jetzt hier oben einfach mal Ananas, Weintrauben, Heidelbeeren, ein bisschen was als Deko, halt die Feigen draufgelegt. Untere Etage ist ja mal auch Ananas, das gleiche eigentlich. Pflaumen, Feige und unten sind Weintrauben und Feigen. Ich bin schon soweit gut durchgekommen, ihr Lieben. Ich habe aber nicht aufgenommen, wie ich das gemacht habe. Das ist ja eigentlich nicht so ganz spannend für euch. Also hier sieht so der Tisch aus. Ich habe hier einen Käseteller. Das ist hier einmal Tomate, Basilikum, Käse, dann normal Scheible Käse und Gouda. Dann haben wir so Knoblauchkäse. Alles andere, was ist hier noch? Lachs. Aufschnitt habe ich nicht allzu viel draufgelegt, weil es irgendwie kaum einer isst. Ich glaube, Klaus wird der Einzige sein, der das isst. Dann haben wir hier veganes Mett, vegane Aufschnitt, also Salami und normal Zwiebelmett. Genau, dann haben wir hier Butter, ein bisschen Nutella, Frischkäse. Weiß gar nicht, was hier noch, jetzt noch fehlt. Achso, ein bisschen Gemüse könnt ihr nochmal. Ich habe ja kleine Gurken extra gekauft. Übrigens, den Käse habe ich hier mitgeschnitten. Das ist richtig cool. Man kann damit auch Gurken schneiden und Käse, Kartoffeln kann man damit schneiden. Das ist richtig, sieht richtig lustig aus. Also halt geriffelt, ne? Nächstes mache ich jetzt einen Eiersalat. Und zwar habe ich hier, ich habe 9 Eier. 9. Dazu brauche ich nachher Mayo, Curry, das sind so Ankerkraut, Gewürz, also für Salat und Schnittlauch und etwas Salz wahrscheinlich, wenn mir das Salz hier drin nicht reicht, das weiß ich jetzt nicht. Muss ich einmal ausprobieren. Auf jeden Fall schneide ich erst einmal ganz schnell die Eier. Es ist alles fertig. Kurz nach 21:30. Ash ist vorhin aufgestanden, so kurz nach 9 ungefähr. Und ich habe jetzt alles soweit wirklich fertig. Küche aufgeräumt, Ash Zimmer gerade aufgeräumt, Badezimmer geputzt. Und gleich machen wir die Geschenke auf. Das seht ihr dann bei TipTapTube. Heute das erste Mal ohne Chrissy. Die ist nicht dabei. Die ist nämlich anderweitig beschäftigt und kommt aber später. Also nicht, dass ihr euch wundert und dann fragt, hä, wo ist denn Chrissy jetzt? Heute sind wir wieder quasi wie früher, als Max noch keine Freundin hatte. Das ist total ungewohnt. Kennt man schon gar nicht mehr, ne? So. Und naja, jedenfalls habe ich alles hier drauf. Was hatte ich noch? Ach, gerade eben habe ich so kleine Gurken draufgestellt, weil die Kinder das unheimlich gerne essen, diese kleinen Gurken. Saure Gurke habe ich nochmal dahingestellt. Das ist eine aus dem russischen Laden, schmeckt ganz gut. Und übrigens, im Grunde ist alles gleich. Ich hatte noch überlegt, wisst ihr, Thunfischsalat noch zu machen, aber dann habe ich gesagt, meine Mama bringt gleich einen Salat mit. Vinaigrette heißt der. Da ist Krautsalat drin, Kartoffeln, saure Gurken, rote Beete oder so. Doch, rote Beete ist auch drin.
zeige ich euch gleich, wenn die ich ankommen. Und jedenfalls denke ich mal, können wir gleich mal die Geschenke auspacken. Mein Schnuck schneidet schon mal fix ein Video, sitzt schon die ganze Zeit da dran, also irgendwie eine Stunde, glaube ich, schon fast. Und jetzt müssen wir nur noch einmal Max holen. Und dann werden die Geschenke ausgepackt. Ich bin sehr gespannt, was Ash dazu sagt. Also er hat sich eigentlich überwiegend sehr viele Klamotten gewünscht. Und er ist schwierig in dem Alter jetzt, ne? Er sagt, eigentlich braucht er gar nichts. Also ich weiß nicht, was bei euren Kindern ist, ob die sich noch irgendwie bestimmte Sachen wünschen. Also Ash sagte Mama eigentlich nur Klamotten. Na gut, ihr Hübschen. Also mein Tee ist schon bereit. Die Küche ist wenigstens aufgeräumt. Ne? Gerade eben sah das hier wie Kraut und Rüben aus von den ganzen Vorbereitungen. Ich habe alles abgewaschen, abgetrocknet, wegsortiert und ja, jetzt geht's an die Geschenke. Die Geschenke sind alle ausgepackt. Ash hat das alles. Oma ist da. Ash hat alles in sein Zimmer gebracht. Das ist, würde ich sagen, ein bisschen zu breit. Nee, die ist normal. Ich finde das gut. Nein. Da reichst du doch rein. Ja. Ich finde die besser ist so, als wenn die zu eng gerade, ist. Dass hier oben ja, eben. So ein bisschen weiter sind. Ja, genau. Hab also, ich gehört. Max hat auch ein Geschenk bekommen hier. Ja, das habe ich sogar gerade schon an. Das ist sehr nett. Dankeschön. Das passt super. Ich habe gedacht, so nächstes Jahr gibt es keine Mitgeschenke mehr. Das nimmt Überhand, dass man hier. Ach, das schenke ich mir nächstes Jahr selber nicht mit Geschenken. Na gut, also meine Mama ist jetzt da mit Klaus und es gibt endlich gleich Frühstück. Ah, ich lasse sie am Tag an, oder? Was? Die Pulli lasse ich am Tag an, oder? Ja, kannst du. Leo ist auch hier. Leo. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ach so, eine Feder. Das ist ein eigenes Feder sein können. Da, die sind da. Klaus, meine Mama. Leo. Es gibt wunderhübsche Blümchen, wie immer, von meiner Mama und von Klaus. Die sind immer so süß. Genau. So, und guck mal, und hier ist der Salat, den Mama mitgebracht hatte. Warte mal. Ja. Leo musste erstmal ganz kurz sich da gewöhnen. Das ist dieser Salat, guck mal. Das ist ein Vinaigrette. Und da sind sogar Erbsen drin. Der ist super lecker. Also. Nein, das wollte ich auch mal. Sind wir ein bisschen so viel. Ha? Mit unserer Arte sind wir noch. Das ist ja schön aufgebaut. Ja, ne? Ja. So, wir können gleich frühstücken. Und Salat haben wir auch. Der zieht sich einmal kurz um. So, Klaus kann die neue Couch ausprobieren, ne Klaus? Schön weich. Ist echt weich, ist weicher als jetzt die jetzt. Leo, oh, wo süß. Leo. Ja, aber die ist weicher, die Couch, ne Klaus? Also wesentlich weicher als die Mama jetzt hat. Ja. Mhm. Hast du auch Platz gefunden da? Ja, ich hab meinen Platz. Wir verteidigen uns zwar noch ein bisschen. Wir streiten uns noch ein bisschen. Also, ihr könnt die rausziehen. Ja. Die ist total brav. Die ist so schön. Nein, das tut nur wegen Sitzen. Ach so, ja. Ja, ja. Es gibt jetzt Nachtisch. Das ist 12:30 zur Mittagszeit. Eigentlich hätten wir jetzt Mittagessen müssen. Wir können was bestellen zum Essen. Ich denke, wir haben gleich immer mehr. Hier schläft jemand gleich ein. Also so lecker sehen die Donuts aus. Die habe ich euch gerade eben alle gezeigt. So, Tor, ich möchte sie haben. Guck mal, ich habe hier meinen eigenen Donut. Ah, der sieht fast genau aus. Guck mal, wie schön, ne? Geburtstagskind ist da. So, Geburtstagskind. Warte mal dann. Geburtstagskerze. Ja, du musst sie wieder. Nein. Wir essen es ja nicht jeden Tag. So, guck mal. Warte, noch nicht gucken. Da ist der Bär. Du bist ja fix. Soll ich ein bisschen essen? Ich habe mir gedacht, Max, wir schneiden einfach ein bisschen von allem so durch. Ich würde sagen, wir fütteln einfach alle. Genau, wir fütteln die und ja. Ich würde auf jeden Fall. Messer ist nicht mehr. Ich würde auf jeden Fall gerne von dem was essen und von dem was essen. Und von dem und dem und dem und dem. Also, wir gucken. Du möchtest am besten einfach alles haben, oder? Ja, echt jetzt. Ich würde am liebsten von allem was essen. Ich schneide einfach ein paar durch, ja? Ja, mach mal. Also einmal so vierteln, genau. Und dann. So, Mama geht jetzt weg. Die hassen das, wenn ich nur zu Hause bin. Du musst mal eine Radtour machen. Die hassen das, wenn ich nur draußen bin. Ich glaube, entweder bin ich den ganzen Tag zurück. Ich bin den
ganzen Tag draußen, dann soll ich wieder nach Hause, oder ist er den ganzen Tag drinnen, dann muss ich raus. Den ganzen Tag am Computer warten. Warte mal, du musst mal mehr Fahrrad fahren. Die Zeiten. Oh. So, Mama möchte mit Klaus jetzt weg. Ich habe ihr einen Donut gegeben. Wir haben nicht alles. Das war früher. Wir haben nicht alles geschafft. Also diesen Video. Ja, und das sind. Ich habe die da geteilt. Die muss ich auch nochmal zurücklegen gleich. Ich begrüße euch zurück, ihr Lieben. Es ist jetzt 16:30. Und ich habe jetzt ein Video geschnitten für heute. Eigentlich bin ich voll spät dran, ne? Das Video geht heute ein bisschen später online, aber ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil, wie gesagt, meine Mama und Klaus sind weg. Wir haben hier alles aufgeräumt. Ich habe noch ein bisschen gewuselt. Es war so nett. Ne? Das ist immer so schön. Und wir haben ganz lecker gefrühstückt. Die Donuts waren natürlich der Hammer. Meine Mama meinte nur, auch nächstes Jahr können wir gerne einfach mal Kuchen backen. War natürlich echt zu viel und zu süß alles. Und aber ich fand die Dinge einfach nur cool. Also die sahen echt schön aus und die haben wirklich super geschmeckt. War natürlich sehr, sehr süß. Ne? Und teilweise sahen die auch aus wie Berliner. Waren aber Donuts. Und ich habe mir gedacht, mal was Besonderes. Nicht mehr diese Torte, die wir mal immer bestellt haben, sondern mal die Donuts. Ich hatte erst vorher gefragt, dass Mensch, hättest du nicht Lust irgendwie auf die Donuts dann eher? Ja, sagst du dann lieber als die Torte, weil er sowieso nicht so ein Tortenesser ist. Und ja, meine Hübschen. Also mittlerweile habe ich auch ein bisschen gewuselt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe die Wäsche hatten wir schon zusammen mit meinem Schlucki gemacht. Er hat die aufgehängt. Die wird aber nicht trocken. Ich möchte ganz gerne gleich mal den Ofen anmachen. Erstmal muss ich ihn sauber machen, der ist ein bisschen verdreckt. Und muss ich aber ausfegen und die Scheibe sauber machen. Das mache ich immer, bevor wir den wieder anmachen, weil sonst brennt sich das so doll ein, dann kriege ich das nicht mehr ab. Und ich habe draußen schon so ein bisschen was gemacht und zwar, tada, ich habe meine Wand leergeräumt, beziehungsweise nur die Spiegel abgemacht, den Vorhang abgemacht, der wird gewaschen, also nicht heute, aber halt die nächsten Tage. Ich hatte heute schon zwei Maschinen Wäsche und aber hier soweit, die Kissen müssen wir nur noch reinholen ja, und ein bisschen halt die Laternen. Die würde ich ganz gerne dann doch drin unterbringen, bevor die mich hier wirklich tatsächlich verschimmeln. Das wäre einfach zu schade. Und hier hat sich was verändert. Ah, guck mal, wunderschöner Blumenstrauß von meiner Mama und von Klaus. Voll hübsch, ne? Die Rosen passen voll gut zu dieser Vase. Und, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe den Spiegel jetzt dann doch daran gehängt. Ich habe mir gedacht, wo soll ich damit hin? Ich hatte keinen Platz, ehrlich gesagt. Und so sieht das doch eigentlich ganz nett aus, ne? Ich denke mal so, bis zum nächsten Jahr kann er da hängen bleiben. Die anderen beiden habe ich erstmal da, also einen Spiegel noch da gehängt. Den anderen kleinen habe ich erstmal nur weggelegt. Ich habe gedacht, ich muss gucken, wo ich den Platz finde. Vielleicht auch gar nicht. Dann bleibt er halt eben einfach nur liegen. Habe ich in mein HWR reingelegt. Und was sollte ich jetzt machen? Ach ja, den Ofen mache ich jetzt nochmal zügig, weil irgendwie ist mir so ein bisschen frisch, muss ich ehrlich gestehen. Ash war eine große Runde joggen, spazieren und kam gerade eben zurück. So, und wir haben gleich Feierabend. Mein Schnucki hat jetzt auch ein Video geschnitten für Tiptap und genau, mein Mixdown läuft. Und mir ist irgendwie zu kalt. Das heißt, ich mache jetzt nochmal ganz schnell den Ofen sauber und mache Feuer.
Kind hat gerade Döner geholt. Ich meine, also das Döner. Ist Max. Das ist von Max, okay. Und was ist das? Papa. Eisberg. Ah ja, okay. Also für uns gibt es jetzt Leute. Für uns gibt es jetzt Döner und auf jeden Fall beende ich mal das Video jetzt mal vorm Essen. Hoffe, dass es euch gefallen hat, der Tag mit uns, nicht wahr? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Was haben wir denn da im Hintergrund? Wo? Da. Wunderschön. Tschüss!